Sattler. Moin Moin und herzlich willkommen hier nach unten zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Runde Planet Crafter. Wie du siehst, haben wir gerade den Regen freigeschaltet. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich auch anfangen. Was heißt eigentlich? Es wird jetzt auch anfangen zu regnen hier, ne? Der Himmel wird immer schöner und schöner. Aber wir müssen ja heute noch etwas tun, ne? Das wächst und wächst, ist kein Problem. Wir haben 60,4 Kilowattstunden, Kilowatt pro Stunde, Kilowattstunden. Ich sag einfach KW, sage ich, ja? So. Ich tue mich immer sehr, sehr schwer mit diesen Abkürzungen. Ich verwechsel die immer und bringe alles durcheinander. Deswegen sage ich jetzt hier einfach KW, ja? Wir haben 60,4 kW übrig jetzt Energie, dadurch, dass wir letzte Folge hier den Atomreaktor gebaut haben, ne? Und ich möchte heute mal zusammen mit dir, weil es passt von der Energie her, zusehen, dass wir eine Raketenstartplattform gebaut bekommen, ja? Weil die brauchen wir auch noch, die ist wichtig, ne? Und dann schauen wir mal. Wir brauchen 3 Titanen, das wird, glaube ich, kein Problem sein. Die Superlegierung wird eher das Problem sein. Wir müssen noch irgendwo eine finden. Dazu könnten wir aber mal hinten gucken gehen, wir haben hier noch so viel. Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo Platz haben. Wir packen jetzt mal alles hier rein, ja? So, das Ding ist voll. Das Ding ist voll, denn ich möchte Platz haben. Wir haben 4 Sauerstoffkapseln. Wir haben 3 mal was zu essen. Wir müssten noch was zu trinken mitnehmen, weil da haben wir nicht so viel. Das Kraut und Rüben hier, ja, das lassen wir erstmal so. Wir werden, ich weiß, du weißt es bestimmt auch schon, ne? Es gibt noch große Räume. Ja, wenn wir die erforscht und gefunden haben, dann bauen wir eine neue vernünftige Basis. Direkt mit diesen großen Räumen. Ja, habe ich mir so gedacht. So, das heißt, solange das nicht der Fall ist, dass wir die gefunden haben, lassen wir die Flickschusterei da. Rips. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und dann müssen wir auch mal gucken, wie viele Folgen wir hiervon machen. Denn ich muss sagen, es ist sehr, sehr grindy Grindson, ne? Also du bist nur am Grinden. Die Punkte hier, die Items, die ganzen Sachen und so weiter, ja. Und, ja, das dauert schon, ne? Das dauert. Es stellt sich mir persönlich dann die Frage, ist das für dich noch interessant, wenn wir 10 Folgen lang immer hintereinander, immer weiter und weiter, halt die Ressourcen sammeln, ne? Da müssen wir dann gucken, ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal noch weiter. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt gleich erstmal von K auf MTI müssen wir, ne? Von Kilo auf Mega oder wie es heißt. Und dann sehen wir, was danach kommt. Ich glaube, was hatten wir im Stream gesagt? Bis 587 GTI oder so geht das da, ja? Also oben rechts in der Ecke, der Terraforming Index. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. So, bin ich mal gespannt, ob wir das hier erreichen und wie lange das dauern wird. Weil im Moment habe ich wieder Bock auf viele, viele Sachen. Ups. Da, 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 da. So, die Höhle da, die will immer noch nicht schmilzen, ne? Oder ist die schon geschmolzen? Das wäre gut. Leider noch nicht. Dafür ist es, glaube ich, noch nicht warm genug, ne? Der Brocken hier, der muss schmilzen. Ich will da rein. Ich will da rein. Wir können jetzt einfach mal 9 Iridium sammeln, dass wir uns so einen Stab machen können. Ich weiß, wir haben noch welche hinten drin liegen, aber wenn wir gesammelt haben, haben wir gesammelt. 2, 3, weil eigentlich will ich da rein, aber er lässt uns halt nicht, ne? Was ist das hier? Eis. 4, haben wir jetzt 4? Ja. So, da ist Nummer 5. Dann tun wir uns den halt selber machen, ne? So, Nummer 6. Problem ist, dann brauchen wir wieder Uran. Dann müssen wir wieder, ne, einen neuen Atomreaktor bauen. 7, ne? 2, 4, 6, 7, jawohl. Ah, das ist so schön. Das ist so schön und angenehm mit dem 8. Mit dem, wie heißt es hier, mit dem Jetpack. Das ist richtig angenehm. Da ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Kommt man da hoch? Nee, kommt man nicht. Schade. Man wirbelt nur Staub auf und sieht nichts mehr. So, jetzt haben wir 9, ne? Das sollte reichen. Ab nach Hause. Das ist ja noch nicht geschmolzen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Gleich haben wir die Schwelle überschritten hier. Wenn es analog zu Computergrößen ist, ne? Also hier Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und so weiter, müsste es ja eigentlich bei 1024 umspringen, ne? Oder springt es glatt bei 1000 um? Ich tippe jetzt mal auf 1000.
So, kurz Luft wieder. Trinken müssen wir gleich auch was. Unser Dom steht da. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Guck, da ist unser erster Erzextraktor. Ne? Wir haben hier schön viel Platz. Übrigens, vielen lieben Dank wieder für die Kommentare. Jetzt wissen wir auch, dass wir hier auf der Ebene bleiben können. Die wird wohl nicht überflutet werden. Bin mal gespannt. Ob das stimmt oder ob es ein April-Scherz war. Gestern war ja der 1. April, ne? Ne, vorgestern. Wir haben ja Sonntag. Den Schrank müssen wir auch noch umdrehen, ne? Aber wie gesagt, das bleibt jetzt so, bis wir eine vernünftige Basis gebaut haben. Die haben wir, glaube ich, auch verkehrt rum. Ja, guck, da ist alles verkehrt rum bei Ede hier. Alles verkehrt rum. So, machen wir erstmal die Stange hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen hierfür. Wir brauchen ein Aluminium, Magnesium, Titan, Silizium, Eisen und Kobalt. Okay. Haben wir Aluminium? Eigentlich wieder nicht, ne? Hätte ich gerade da hinten sammeln können. Irgendwo doch, da ist Aluminium. So, Eisen haben wir. Da sind noch zwei Uran. Lalalalalala. Überall nur Aluminium und Eis und so. Tatsache. Na, dann müssen wir hier sammeln. Aber hier ist nichts mehr. Hier ist alles leer. Wir haben alles eingesammelt. Das ist doof. So, Titan. Magnesium. Zur Sicherheit nehmen wir auch nochmal einen Kobalt mit. Da hinten. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Es wäre vielleicht noch ganz cool, wenn man sich so wie jetzt das, ne, wie jetzt, die Superlegierung, ja? Weil du brauchst ja schon ein paar Sachen für. Und ich vergesse sie immer wieder, ja? Wenn man sich sowas einfach kurz anpinnen könnte, oben links in die Ecke oder so. Dass man sieht, was man dafür braucht. Oder von mir aus über ein Menü R oder so einblenden, ja? Zum Beispiel. Wie sieht's eigentlich hier aus? Hier können wir noch gar nichts machen, ne? Weil wir noch keine Biomasse haben, genau. So, aber jetzt erstmal die Raketenplattform, bevor wir hier mit der Biomasse anfangen. Nein. Die Frage ist auch, stellen wir die direkt auf den Boden oder geben wir ihr eine Plattform? So, was fehlt? Nix, da haben wir's doch. Sehr gut, gib her damit. Hier hatten wir noch, nein, hier nicht. Aber hinten. So, hier das und das, weil wir brauchten drei. Ne, jetzt brauchen wir drei Titanen und drei Eisen. Drei Eisen könnten wir hier finden, genau. So. Trinken müssen wir. Das heißt, es regnet. Sehr schön. Wir müssen drei Titanen finden. Vielleicht haben wir ja hinten im Erzbohrer Titan. Ich lasse den auch erstmal voll, ja, weil wir können das nirgendwo hin machen. Wir machen uns dann ein richtig schönes Lager. Eins, zwei, so. Wenn wir diese Räume gefunden haben, machen wir also ein richtig schönes Lager. Aber ich fürchte, dafür müssen wir nochmal los diese Mikrochips finden, weil über die schaltest du den ganzen Käse ja frei, ne? Ja, da ist auch noch Titan. Ist hier? Ist das Schatten oder kommt hier das erste Wasser? Da steht noch unsere alte Base. Ah, das sieht mir aus als... Nee. Noch kein Wasser hier. Schade. Dauert noch ein bisschen. Aber was soll's. So, das heißt, jetzt könnten wir den bauen. Der ist natürlich riesengroß hier. Alter, ist der groß. Wo dürfen wir den denn hinbauen? Hier, wenn ich fragen darf. Warum darf ich ihn hier hinbauen, aber nicht da hinten? Dann bauen wir ihn hier so hin. In der Hoffnung, das sollte eigentlich passen. Mitten rein hier vor, das passt. Guck. Sehr schön. Wir müssen da hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Übrigens, wer Bock hat, kann auch gerne auf Twitch vorbeischauen, ja. Da streamen wir. Und zwar immer Montag bis Freitag. Link ist einfach hier in der Beschreibung unten drunter. Aufklappen, draufklicken, Follow da lassen, kostet nichts, ja. Und schon kriegst du eine Benachrichtigung. So, was haben wir denn jetzt hier? Magnetfeldschutzrakete. Zieht Iridium-Asteroiden an. Bietet einen globalen Massgenerationsbonus durch den Schutz des Magnetfelds. Luftdruckmultiplikator 1000. Also, zieht Iridium-Asteroiden an. Das heißt, da müssten wir dann Iridium sammeln können, ne? Und hier zieht Uran-Asteroiden an. Gibt einen globalen Wärmeerzeugungsbonus. Schon wieder zwei Superlegierungen. Oh. Aber Wärme wäre gut, dann würde hinten die Höhle schmilzen, ne? Endlich, da wollen wir ja mal durch. Ein Raketentriebwerk.
Und zwei Superlegionen. Oh, wo soll man die denn jetzt herkriegen? Auerbunga! Juhu! Sehr schön. So. Dann lass mal gucken. Superlegierung. Braucht. Ja, alles. Zwei Aluminium, zwei Titan, zwei Silizium, zwei Magnesium. Zwei Eisen, zwei Kobalt. Okay, von allem drei. Weil dafür brauchen wir auch schon wieder eine Superlegion. Warum brauchen wir für alle Superlegion? Aluminium liegt hier rum. Dann müssen wir wohl doch nochmal hier rein. Gucken. So, was haben wir hier? Magnesium, 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 Kobalt, Kobalt, Kobalt. Wunderbar, dann haben wir das schon abgefrühstückt. Dreimal Silizium, dreimal Titan. Einmal, da machen wir doch mal so eine Rakete. Zwei. Drei, haben wir, sehr gut. Silizium. Finden wir jetzt keins mehr, sondern nur noch Eisen. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass du, Titan, das wirklich gefühlt, ich habe jetzt auch mal, ne, egal ob YouTube oder Twitch geguckt, ja, bei anderen Leuten, die das streamen, Videos machen. So, aber so sehr wollte ich mich nicht spoilern, ne. Find's ein bisschen schade, dass wirklich alles und jeder gefühlt auf demselben Spot hier baut, weil du halt da hinten anfängst, du läufst die hoch, oh, Ebene, wir bauen hier, ne. Ist so, haben wir ja auch im Prolog hier, ne, so angefangen. Und sind jetzt hier dran. Was soll's? Was soll's? Da hinten sieht man schon im Hintergrund da, ne, den Ring. Da müssten wir eigentlich auch nochmal hin. Ein paar Sachen holen. Da müssen wir gar nicht hin. So, jetzt gibt mir noch Aluminium. Das müsste eigentlich reichen. Oder ich habe wieder irgendwas vergessen. Ein Aluminium. Zwei. Hier ist nichts drin. Da ist auch noch ein Uran drin. Okay. Ja gut. Wow, da sind echt mal nur Samen drin. Was ist das hier? Mikrochip-Abbaugeschwindigkeit. Können wir die nicht bei uns reinpacken? Aber haben wir schon. Stacken die? Müssten wir mal ausprobieren. Eisen fehlt. Na toll. Wo ist es? Eins, zwei, drei. So. Aber ganz genau, jetzt ist es voll. Ganz genau. Eins, zwei... 3. So. Sehr gut. Haben wir wieder Platz, ne? Jupp. So, das heißt, hierfür brauchen wir jetzt noch 2 Uran. Die waren hier hinten drin. 1, 2. Können wir das bauen? Dankeschön. Dann können wir nämlich Uran sammeln und können noch Uran-Brennstäbe machen. Das wäre sehr gut. So, die Superlegierung und das Raketentriebwerk. Und dann brauchten wir, glaube ich, 3 Kobalt brauchten wir, ne? Dafür. Mal gerade überlegen. So. Machen wir am besten direkt 2 Uranschränke oder so. Voll. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie viel da rauskommt. Das weiß ich ja nicht. 1... Und 3. Hinten hat sich das ganze Kobalt versteckt. Die Fieslies. So, wir könnten gerade mal was essen hier. Dankeschön. Trinken noch nicht. Wieder dunkel. Aber wenigstens haben wir jetzt blauen Himmel mit Wolken. Das gefällt mir. So. Auf da. Haben wir jetzt die Rakete zusammen? Haben wir. Nice. Krass. Das sieht krass aus. So, werden wir gleich abschießen. Aber erst müssen wir jetzt gucken, was wir sonst noch machen können. Eigentlich nichts, ne? Weil wir wieder Strom brauchen. 5,4 kW. Yo. Ja, es ist die Frage. Noch ein Kernreaktor? Ich würde sagen, ja, weil die einfach am meisten bringen, ne? Den Uranstab, haben wir den noch? Es sieht grün aus. 3 Superlegierungen, na toll.
gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Uranstab haben. Sieht nicht so aus. Zwei Iridiumstäbe haben wir. Super. Nein. Wir haben keinen Uranstab, also das müssten wir holen gehen. Da sind die ganzen Heizungen. Sacker, das sieht aus wie Kraut und Rüben hier. Wir müssen echt mal aufräumen. Beziehungsweise dann die neue Base bauen. So, wo geht's hier weiter? Den großen kriegen wir bei 150 MPA. Wir sind gerade beim Mikro, Alter, das wird noch dauern. Schild bei 500 NK, das ist mir egal. Algengenerator bei 2... Was ist das? Mü, ne? Ist doch das griechische Zeichen für Mü, oder? Mikro irgendwie so, ne? Meine ich. Ein Blumentopf, nice. Den kriegen wir gleich. Braucht nur keiner, gefühlt. Den atmosphärischer Wassersammler, den müssten wir auch mal bauen, ne? Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr zu. Der braucht auch wieder Strom. Superlegierung. Ja, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass es hier wärmer wird. Und das Zeug schneller schmilzt, würde ich sagen. Oh. Ja. So, machen wir mal ein Thumpinail, ne? Dann gehen wir nochmal hoch und starten das Ding. Dann gucken wir, was da rauskommt. Ich bin gespannt. So, die bringt ja auch Wärme. Drücken Sie nicht den großen roten Knopf. Was? Ist ja mutig hier zu stehen, ne, wenn die da startet. Ich würd's nicht. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. So. Und die zieht jetzt Asteroiden an. Da kommen sie schon, ne? Jo, guck. Da kommt der erste. Bin gespannt. Wir warten mal und gucken, wo sie einschlagen. Nice. Okay. Da fliegt schon was Grünes. Zwei Stück? Ne, da kommen noch zwei. Kommen die direkt auf uns zu? Wir natürlich gucken gehen. Denn das waren jetzt vier. Wie viele kommen noch? Da kommt ein fünfter. Junge! Da kommt ein sechster. Hydration Level, okay. Da kommt ein siebter. Ein achter. Und jeder von denen hat Uran dabei. Ey, wenn jetzt jeder von denen so 5 Uran dabei hat, dann hätten wir jetzt 40 Uran. Man sieht ja die kleinen grünen Pinöpels da fliegen, ne? Na, das ist ein bisschen weit weg, das sieht man nicht. Aber trotzdem. Das waren jetzt 8 Stück. Jo, guck, da leuchtet's grün. Krass, dann lass mal gucken, wie viele die dabei haben. Einen können wir ja mal leer machen hier. Eins. Zwei. Drei. Da ist auch noch irgendwas drin, aber du kommst nicht ran. Fangen wir vier. Hier hinten noch irgendwo. Hier ist nix. Ich will da ran. Hier, 5 irgendwie so. Gehen wir mal von 5 aus, ja? Bei 8 Asteroiden, die hier einschlagen. 8 mal 5, das wären 40 Uran. Das wäre krank. Das wäre krank. So, für den... Warte mal, für den Kleinen brauchen wir nur einen. Aber wir brauchen wieder 3 Superlegierungen. Oh, Sauerstofflevel. Schnell, beeil dich. Gehen wir gerade hier rein. Türe offen, kriegst trotzdem Sauerstoff, kein Problem, ne? So, aber durch die Rakete haben wir auch 1000% Wärme, wie wir gerade eben da gelesen haben, ne? Das heißt, das müsste jetzt schneller steigen. Guck mal, jetzt sind wir schon mal 1,31 MTI. Alter, guck mal, wie schnell wir das jetzt gemacht haben. Im Gegensatz zu vorher. So, hier sind 2 Stück um den Haufen, sehr gut. Ah, wie schön grün das leuchtet, ne? Da ist auch noch einer.
Dankeschön. Haben wir jetzt genug dafür? 2, 4, 6, 8. Einen bräuchten wir noch. Yeah, der Blumentopf, siehst du? Ja, der da hinten fehlt. Ja, da kommen wir aber nicht ran. Naja, die despawnen wenigstens nicht. Die bleiben ja da liegen. Dann gehen wir gerade hier einholen. So. Sehr schön hier. Sehr schön. Hier kommst du wieder nicht dran. Da hinten liegt aber einer. Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir immer ein paar auf Seite legen. Und dann noch so eine Rakete bauen können. Ne? Nicht, dass wir alles ausgeben und keine Rakete mehr bauen können. Das wäre dann ein bisschen doof. Vielleicht sollten wir immer eine Rakete da stehen haben, dass wir zum Notfall eine losschicken können. Ich denke, das wäre ganz gut. Jetzt im Moment ist da ja noch genug Zeugs. So. Ne? Na gut, ich meine, die Legierung können wir jetzt auch noch selber machen. Ne? Schon wieder drei Stück, ey. Schon wieder drei Stück. Warte, was sagt denn jetzt nochmal die Wärme? Na guck mal, auf einmal geht es auch eine ganze Ecke schneller. Ne? Jetzt sind es 653. Und nicht mehr wie vorher, da das kleine bisschen, ne? Sieht gut aus. Kann natürlich noch schneller gehen. Wäre gut, aber... Ah komm, wir riskieren es nochmal. Ich will da den Dingens aufhaben. Ich will hinten das Wasser aufhaben. Vielleicht lasse ich es auch einfach mal so ein klein bisschen laufen, dass da hinten der Eisbrocken geschmolzen ist und wieder durchkommen. Das wäre ganz gut. Denke ich. Oder er ist jetzt so weit geschmolzen, dass wir rein können. Weil jetzt sehe ich da nichts mehr gerade. So, auf die Schnelle. Vielleicht ist er jetzt auch so weit geschmolzen, dass wir irgendwie an den Seiten durchkommen. Jo, siehst du? Jetzt ist er nämlich weg. Ha! Jetzt können wir hier rein. Wuhu! Ab ins Supergebiet. So, hier. Alles so Gas, aber das ist nicht schlimm. Das tut uns nichts. Oh, ein Schild, geil. Kiste. Uran. Uran, nice. Essen, trinken, noch besser. Auberginen nehmen wir mal mit. Wir müssen auch mal die ganzen Pflanzen einsammeln, beziehungsweise eintopfen. Lül, hier kommst du so durch. Weißt du, wir warten die ganze Zeit, dass das schmilzt und du kannst hinten rum. Oh Mann. So, was haben wir hier? Gehen wir später holen. Wir brauchen Platz. Weil das hier sind die sogenannten Sandfälle, glaube ich, ne? Und hier gibt es was Schönes. Wenn hier rumläuft, hier liegt nämlich Superlegierung so rum. Braucht man nicht wie die Blöden das Zeug sammeln und die herstellen. 2. So. Sonst noch irgendwo? Da. 3. Das heißt, wir könnten unseren Reaktor schon bauen, ne? Yo. Könnten wir. Wenn wir jetzt den noch bauen wollen, der braucht auch eine Superlegierung, dann lass mich noch eine vierte finden. Hier kommt übrigens auch noch eine Höhle. Noch eine vierte. Eine fünfte. Und jetzt können wir wieder abhauen, nach Hause. Gucken, wie viel Platz wir noch haben. Ein bisschen. Dann nimm mit, was geht. So, wir müssen ja auch dran denken. Wir müssen den ganzen Käse irgendwo verstauen und wir wollen nicht mehr so viel bauen, weil wir wollen eine komplett neue Base bauen, die ordentlich ist. Und nicht so ein Chaos wie jetzt. So. Da haben wir das. Dann können wir nämlich jetzt noch den zweiten Nuklearreaktor bauen und wenn wir es hinkriegen, noch den Wassersammler da. Dann haben wir auch immer Wasser und müssen nicht mehr Eis einschmelzen. Das wird eng. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum kleinen Häuschen, wo wir Luft tanken können. Aber ich glaube eher nein. Gucken wir mal. Aber schön, dass das Eis schmilzt. Das gefällt mir. Ich versuche das jetzt. Ahnung, Sauerstofflevel kritisch. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Verdammt. Wäre zu weit gewesen.
aber gut. So, lasst es Uran regnen. Da müssten wir eigentlich zwei Stationen bauen, ne? Eine für eine Iridium-Rakete, eine für eine Uran-Rakete. Und immer eine Rakete stehen lassen. Für einen Notfall, ne? So, rein hier. Was fehlt ihm jetzt noch? Wasser. Natürlich, was auch sonst. Auch noch irgendwo Eis? Ja. Mal her. Hopp. Dankeschön. Den können wir nämlich jetzt daneben stellen. Dann haben wir wieder ein bisschen Strom. Aber nur so ein Bitzel. So. Sehr schön. Was brauchen wir für den anderen hier? Eisen, Aluminium, Kobalt. Ist das vielleicht noch hinten drin? Eisen, Kobalt, Aluminium ist da nicht drin. So. Aluminium war ja hier überall drin. Müssen wir mal gucken. Da. So, dann könnte man nämlich auch noch so ein Wasserpupsel-Dingel hier aufstellen. Das könnten wir mal. Stellen wir mal hier hin. Sieht lustig aus, aber bringt uns Wasser. Da müssen wir den Käse nämlich nicht mehr hier überall mit Eis einschmelzen. So. Sehr gut. Hier ist noch was Platz, ne? Schmeiß mal alles rüber. Die Luft und das Essen möchte ich behalten. Kannst du mal sortieren hier. So, das kannst du sortieren. Essen, Essen, Luft. Passt auch. Boah. Klappt doch. Es wird immer schneller und schneller, ne? Guck mal, jetzt haben wir schon dreimal so viel an Terraforming gemacht, wie wir in den Folgen davor gemacht haben, ne? Wir haben einen zweiten Nuklearreaktor, wir haben eine Raketenabschussstation, wir haben schon eine Rakete abgeschossen für Uran, wir haben jetzt einen Wasserkollektor. Läuft, würde ich sagen. Ich gehe jetzt noch hier das Uran einsammeln. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen und ich sag wie immer, danke für deine Zeit.